bin im Kontrollraum. Verbinde dein Offset mit dem Hauptterminal. Ich habe übers SMI Zugriff. Du hast es geschafft, Charlie. Hab vollen Zugriff auf Lampen, Türen, Überwachungskameras. Moment, das könnte der Anführer sein. Er ist als Sanitäter verkleidet. Schick dir die Position. Dann los. Öffne die Tür, ist der kürzeste Weg zu ihm. Bleibt wachsam. Die Engineers wissen jetzt, dass wir hier sind. Sichere dich. Verstanden, Sam. Die Gassteuersysteme sind wieder aktiv. Gürtel, abriegeln! Was ist passiert? Bericht! Wir erobern die Anlage zurück. Ich will Lagerberichte! Hier ist das Vögelchen. Psst. Hey, du. You can't hide. Come on out! He's gonna be here somewhere. Psst, hey. Hallihallo. Hab jemand gehört? Glaube, er ist da drüben. Find you. Hey,
Haltet die Augen auf, der könnte überall sein. Da ist er. There you are. Er ist abgehauen. Verteilen und alles absuchen. You know I'm gonna find you. Scheiße! Die Systeme sind wieder aktiv. Die müssen hier eingedrungen sein. Sichert den Abschnitt, bewacht den östlichen Bereich und haltet mich auf dem Laufenden. Los! Du müsstest den Anführer jetzt sehen, Sam. Ja, ich gehe rein. Der Kerl versucht zu fliehen. Ich folge ihm. Ich überlege mir was anderes. Ich überlege mir was anderes. Dabei.
einen Krankenwagen. Starte die Drohne und verfolgt sie. Moment, ich übernehme das. Sekunde, ich fahre das Tor hoch. Du mir zuerst. Sadiqs Plan. Rede. Du kommst zu spät. Was habt ihr getan? Eure Präsidentin hat eure Leute auf einem Silbertablett an Sadiq geliefert. Denver, der Bunker. Sadiq hat dort auf sie gewartet. Es ist vorbei. Grim, Briggs, ein Verwundeter. Ich brauche einen Sunny. Kümmern uns drum. Melde Anführer gesichert. Okay. Angekommen. Habt ihr die Präsidentin erreicht? Versuchen's noch. Es gibt was Neues vom SEAL-Team. Alles okay. Wir tanken auf und starten in 20 Minuten. Hey, ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Danke. Hast du einen Moment? Kannst warten. Nichts Wichtiges. Besprechen wir später. Grim, das Virus. Mexiko, er muss es wissen. Muss er nicht. Hab Mist gebaut. Ach, echt? Wieso deckst du mich? Wieso willst du mich noch dabei haben? Das wollte ich nie. Danke. Hast gefragt. Du hörst nie zu, glaubst, dass du alles weißt. Für dich ist der Job nur ein einziges Spiel. Bist du fertig? Nein, bin ich nicht. Weißt du, was mich am allermeisten an dir stört, Charlie? Dass du so gut bist. Das Einzige, das zwischen Sadiq und der Welt steht, ist dieses Team. Ich kann nicht riskieren, dass Sam dich aus dem Flugzeug wirft. Tut mir leid. Dann überleg, wie du es wieder gut machst. Sam, ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Dad? Sarah, alles in Ordnung? Oh mein Gott, du glaubst nicht, was hier los ist. Sie haben alle Flughäfen gesperrt. Sie sagen allen, dass sie zu Hause bleiben sollen und nicht wissen, wo der nächste Angriff stattfindet. Ich weiß. Es ist bald vorbei, versprochen. Dad, wenn ein Angriff bevorstünde und ich in Gefahr wäre, würdest du es mir sagen, nicht wahr? Ich würde ihn stoppen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Okay. Okay, Dad, ich glaube dir. Braves Mädchen. Hab dich lieb. Ich dich auch. Wetter? Normalerweise würdet ihr nach Phoenix und wie dem
empfehlen, die von der Blacklist verursachten Spannungen innerhalb der USA zu unserem Vorteil zu nutzen. Wir wollen unsere Operationen bei ihren Verbündeten ausweiten. Vielleicht nutzt ein Land die Gelegenheit und entledigt sich seines angeschlagenen Partners. Abgefangene Nachrichten aus dem amerikanischen Militärnetz lassen auf einen Putsch oder eine Geiselnahme in einem ihrer sicheren Unterschlüpfe schließen. Wir werden das weiter beobachten. Das ist der einzige Zugang? Check die Verteidigungssysteme. Grim, steht die Leitung zur Präsidentin? Ja, aber die wollen nicht mit uns reden. Wie bitte? Sekunde, ich habe ihre Assistentin dran. Tut mir leid, die Präsidentin ist sehr beschäftigt und wird nicht mit Ihnen sprechen können. Sagen Sie ihr, dass wir es sind. Das weiß sie, tut mir leid. Hören Sie, ich weiß, dass Sie sich für was Besonderes halten, weil Sie mit ihr Latte trinken dürfen, aber ich habe Freunde im Kapitol. Drohen Sie mir etwa? Nein. Geben Sie mir die Präsidentin, wenn Sie jemals wieder Arbeit kriegen wollen. Jetzt habe ich Ihnen gedroht. Präsidentin Caldwell, Bunker F unter dem Flughafen von Denver könnte Sadiqs Ziel sein. Er war es. Er hatte Schläferzellen im Bunker. Sadiq hat den Bunker unter seiner Kontrolle und er sagt, dass er chemische Waffen hat. Wir können in 2 Stunden da sein. Nein, Sie fliegen nach Hause. Was? Seit wann verhandeln die Vereinigten Staaten mit Terroristen? Er hat hochrangige Militär- und Regierungsangehörige in der Gewalt, sogar den Verteidigungs... Erpressung ist nicht seine Sache. Klingt nicht nach ihm. Zu unbedeutend. Es ist mehr als ein Bauchgefühl nötig, um die freie Welt zu regieren. Ihnen sind die Hände gebunden. Mir nicht. Ich gab Ihnen nicht für Freedom für einen privaten Rachefeldzug. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Verstehen Sie es erst, wenn die Falle zuschnappt? Wir müssen nach Denver, um Sadiq auszuschalten. Allein schaffe ich das nicht. Auf nach Denver. Auf nach Denver. Auf nach Denver. Grim, meinst du, dass wir es mit Denvers Luftverteidigung aufnehmen könnten? Dort schneit es stark. Das werden wir als Tarnung nutzen und dann steil runterfliegen. Ich brauche Charlie für die Gegenmaßnahmen. Klar, Grim, tu, was ich kann. Was? Wie war das? Sam, der Pilot weigert sich hinzufliegen. Schaff den Mann da raus. Hol Coben. Du bist in Unterzahl, unterbewaffnet und darfst die Geisel nicht verlieren. Die größten Erfolgsaussichten hast du mit Gasgranaten und dem Trikopter. Viel Glück. Hast du die Sekundärziele geortet? Ja, da ist ein Kontrollbereich, der Zugriff auf Klimakommunikations- und Verteidigungssysteme bietet. Ich habe das Virus der Engineers modifiziert und auf Six verteilt. Stoppen die Dinger in jedes System und der Bunker verriegelt sich. Wir glauben auch zu wissen, was der Leak vorhat. Ihre Computer sind auf Tag, aber das ist eine Sache. Bei der Direktive zum Schutz der Regierung kopiert man alle Militär- und Regierungsgeheimnisse in den Bunker. Darauf hat Sadiq es abgesehen. Wir informieren die Präsidentin. Vielleicht überwachen die den Funkverkehr. Wir halten Funkstille. Du wirst uns umbringen. Kannst du losgehen? Vorwärts. Was machen wir jetzt?
Wir hoffen. Hey, ich bin's Charlie. Delta geht an Bord. Ich hab nicht viel Zeit. Du musst zur falschen Wetterstation. Dort wird die Bunkerklimaanlage gesteuert. Finde einen Weg durch den Lüftungsschacht und du bist im Bunker. Schließ die drei Festplatten an, die ich dir gegeben habe. Ihre Systeme werden dann infiziert. Dann musst du nur in den Kriechkeller unterhalb der Einsatzzentrale. Von dort aus kannst du die Abschwersequenz aktivieren. Was ist? Hey Jungs, ich bin unbewaffnet. Ich bin Zivilist. Keine Waffen. Give me a sit rep.
Psycho und Schuhgespenster. Komm, ich brauche dabei Hilfe. Ugh.